Wir haben hier das HP Elite X3, ein Windows-Smartphone von HP, was ziemlich hochwertig ausgestattet ist. Snapdragon 820, 6 Zoll Monitor, Display mit Quad-HD-Display. Ist ziemlich leicht, merkst du ein bisschen, okay, ist Plastik, klar, aber fühlt sich ansonsten ganz gut an. Kommt mit Windows 10 und Windows 10 Mobile und läuft dann zum Beispiel mit Continuum. Das heißt, man kann einen Dock anschließen und dann laufen die Apps quasi im Vollbild oder im großen, auf dem großen Monitor eben mit erweiterten Funktionen. Wird es auch zusätzlich noch mit dem Notebook-Dock geben, da kann man quasi ein tragbares Notebook ohne CPU und so weiter nur mit diesem Smartphone betreiben und darauf dann zum Beispiel eben auch dieses Continuum-Modus nutzen von Windows 10.